herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Forhalla und zwar das dritte Level. Und ja, dann stürzen wir uns wieder ins Gefecht bei der schwarzen Felslegion. Wir sind ja jetzt dort bei denen und wir haben ja die Schlacht letztens gewonnen. Und ich wollte noch mal sagen, tut mir leid, dass ich Wochenende kein Video bringen konnte oder zwei Videos, denn ich hatte da keine Zeit leider und deshalb konnte ich keine Videos machen. Deswegen kommt heute frischer Montag eins und ich überlege mir auch morgen direkt noch eins zu machen als Entschädigung. Zur Schwarzen Felslegion. Die letzten Wikinger haben sich in einem nahen Außenposten verschanzt. Die Eiserne Legion dort ist desertiert. Braucht ihr Hilfe? Nee, ich komm schon klar. Werdet bloß nicht zu stolz. Bereit? Geht voraus. Deserteure? Das wollte ich mir selbst ansehen. Stone gehörte zur Eisernen Legion. Ich vertraute ihm. Möchtet ihr über etwas reden? Noch nicht. Wikinger! Die Wikings. Okay. Okay. Oh mein Gott. Sollte nicht zu schwer werden. Wo wir auch hingehen, lassen wir unser Volk im Stich. Was ist mit der Eisernen Legion geschehen? Wartet hier. Ich räume die Brücke. Wo ist der? Er sagt, er soll hier warten, er ist einfach mal nicht hier, oder? Gar kein Sinn. Deckungsdurchbruch und werfen. Ja, ich kenne das schon. Die Wikinger Gefahr zu beseitigen. Gar kein Sinn. Töte den Kommandanten, okay? Ich muss ihren Anführer besiegen. Boah, schießen damit Pfeilen. Die machen ja sowieso nicht viel Schaden.
Ah, das ist bestimmt der Boss. Ja, der schluckt auch viel. Okay, die mobben mich. Stirb. Erreiche die abtrünnigen Ritter. Okay, ah, das ist Sackgasse. Warum wollen sie uns attackieren? Sind wir nicht ihrem Team? Stirb. Fallen die Lava und verreckt. Ich würde gerne mit den Fahnenflüchtigen sprechen. Es waren Angehörige der Eisernen Legion. Alle Legionäre leisten dieselben Eide. Was war hier passiert? Warum habt ihr eure Posten aufgegeben? Das ist bestimmt der Boss. Ein Schwarzenfeldschwein hat seine Rotte verlassen. Ganz ruhig! Euer Volk braucht euch! Seit wann kämpfen denn Wächter für Apollyon? Einer von uns sollte sich waschen und umziehen. Warum habt ihr eure Posten aufgegeben? Tötet sie. Boah, das ist voll unfair. Ach ja, genau. Mein Bruder ist gerade reingekommen. Darf er mich nicht kurz entschuldigen? Er wollte irgendwas. Na, du Gammelboss. Denkst du, wär's gut? Keine Angst, mein Freund. Schütz dich, so. An diesem Tag sollte ich endlich unserer Kriegsherrin begegnen. Was da da? Ach so. Boom, gib ihr Biest. Boah.
Sieht gegen Bauch und Schwert in Napoleon. So ein Messer. Hab dich, schwarzen Fels. Oh, jetzt werden sie hingerichtet. Ah, die planen ja. Wisst ihr, welche Art von Geschöpfen tatenlos auf den Schlachter wartet? Schafe. 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 Ich war so klar, ich wusste schon, dass die Köpfe. Willkommen bei der Schwarzenfelslegion. Da hatte ich meine Antworten. Leider zu spät. Und ein Wächter bricht seinen Schwur nicht so einfach. Es ist echt krass, was da gerade passiert ist. Sie sucht sich einfach so Leute aus, dass sie dann in ihrer Fraktion mitarbeiten und die anderen einfach geköpft und so. Ja, das war die Mittelalterzeit, Leute, früher, ne? Man kommt jetzt, also früher wurde man einfach so den Kopf ab oder sonst was. Jetzt heute landet man ja im Gefängnis, Leute, ne? 20 Jahre Haft oder so. Es war an der Zeit, den Wikinger zu zeigen, wer sie wirklich waren. Wir wollten tief im Herzen ihres Landes zuschlagen. Doch zuerst mussten wir den Pass durch die Berge bewältigen. Oh. Und Holden Cross würde den Angriff führen. In Grünfjord, oder wie das heißt, Grensgard. Grensgard, ja. Konnte man jetzt von der Karte lesen, obwohl oben steht Grenzgrab. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, dann bis zur nächsten Folge. Mit Kapitel 1.4 machen wir dann weiter. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ciao Leute!